Hi, mein Name ist Philipp Ruhland, ich bin Psychotherapeut und Paartherapeut aus Saarbrücken und im heutigen Video möchte ich euch mal ein bisschen was dazu erklären, wie man eine narzisstische Person im Gespräch erkennt. Narzissmus ist ja ein Thema, das im Internet, auch gerade auf YouTube, wirklich weit verbreitet ist. Es gibt Kanäle, die befassen sich hauptsächlich mit dem Thema Narzissmus. Und das ist auch ein Thema, das in der psychotherapeutischen Praxis, in der Diagnosestellung, also das Psychotherapeuten allgemein begegnet. Und deshalb will ich heute euch aus meinem Erfahrungsschatz mal sagen, woran ich merke, dass eine Person narzisstische Züge aufweist. Gleich eine kleine Warnung vorab, selbst wenn alles, was ich euch jetzt erzählen werde, nach vortrifft, heißt das nicht, dass man eine komplette Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bei einer Person stellen kann, aber es ist schon ein Hinweis auf eine gewisse Egozentrität, dass jemand sehr egozentrisch ist und um sich kreist. Fangen wir also an. Was die meisten narzisstischen oder egozentrischen Menschen machen, ist eine Verletzung der basalen Kommunikationsregel des Ich und Dus. Jede menschliche Kommunikation basiert eigentlich auf einem Gegenseitigkeitsverhältnis, auf dem sogenannten Synalagma, ein Austauschverhältnis zwischen Informationen, Gefühlen, Redebeiträgen. Also eine gute, geglückte menschliche Kommunikation ist immer sehr gegenseitig. Der eine redet ungefähr 5 Minuten, dann redet der andere 5 Minuten. Bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel, in einem psychotherapeutischen Gespräch gibt es diese Regel nicht, weil da der Patient ganz im Fokus des Interesses steht, aber in der Regel ist menschliche Kommunikation immer gegenseitig synallagmatisch und steht in einem Austauschverhältnis. Und diese Ich- und Du-Regel, diese basale Regel, verletzen die meisten narzisstischen Menschen immer. Ganz oft kommen Patienten zu mir und erzählen mir, dass sie auf einen Verwandten getroffen haben, auf die narzisstische Mutter und wollten anfangen zu erzählen, wie es ihr geht, wie die Woche war. Und der narzisstische Mensch hört aus der narzisstischen Pose raus, tut noch für einen Moment so, als würde er sich interessieren und nutzt dann die Schilderung des Leib des anderen dazu, direkt seine ganze Geschichte abzuladen. Also man trifft einen narzisstischen Menschen, der fragt einen noch aus einer narzisstischen Pose raus, die ich später erklären werde, also was der Begriff narzisstische Pose ist, wie es einem geht. Man will dann antworten, sagt, ach, die Woche war schwer oder mir geht es zurzeit nicht so gut, habe Probleme mit den Kindern. Und dieser Opener wird direkt von der narzisstischen Person geholt, um einen Haken zu haben, seine ganzen Probleme, seine Weltsicht abzulassen und das Gespräch zu monopolisieren. Ach, Sie haben auch Probleme mit den Kindern, ja, meine Kinder, bla bla bla. Oder Sie haben Probleme, wird direkt auf ihn umgelenkt und erzählt nur noch von seinen Problemen, nur noch von seinen Beschwernissen und das Gespräch dreht sich nur noch um sich. Also es besteht kein wirkliches Interesse am Gesprächspartner. Es wird eine Empathie vorgegaukelt für den anderen. Dann wird die Ich- und Du-Regel, das Gleichverhältnis gebrochen und es wird nur noch von der narzisstischen Person geredet. Ein zweiter Hinweis, dass es sich um einen ganz narzisstischen oder narzisstischen Gesprächspartner handelt, ist das permanente Einfließenlassen der narzisstischen Grandiosität. Also ein Narzisst nutzt Gespräche immer, um eine Leistungsbilanz, eine Performancebilanz abzugeben, wie gut er ist, wie toll er ist, wie mächtig er ist, wie schön er ist, mit wem er verkehrt. Also Gespräche mit narzisstischen Menschen kommt natürlich auch auf die Höhe des Narzissmus an. Also jeder will ein bisschen was von sich erzählen, aber desto schwerer einer mit einem narzisstischen Problem belastet ist, desto mehr wird er im Gespräch einfließen lassen, wie großartig er ist, wie effizient er ist, mit welchen Prominenten er verkehrt. Also ich hatte zum Beispiel mal in einem Club, in dem ich drin war, war ein Vorsitzender, der war sehr wichtig. Und er hat in jedem Gespräch, wenn man den in einem Monat getroffen hat, erzählt, mit welchen Prominenten er wieder verkehrt hat, wo er essen war. Und er hat auch immer wieder die gleichen Geschichten repetitiv erzählt, mit welchen prominenten Leuten er aus der lokalen Szene verkehrt hat. Er hat also immer wieder aufgeführt, wie wichtig die doch sind, mit denen er verkehrt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel gerade jetzt eher, wenn man Fitnesssport macht, Verweis auf körperliche Performance, wie austrainiert man ist, welche Hosengröße man hat. Also narzisstische Person baut immer Gradmesser ein, auch Verdienst
um zu zeigen, wie wichtig und wie großartig er ist. Also es ist immer eine Referenz auf den Selbstwert. Oder simple berufliche Projekte werden als der größte Coup geschildert. Ich habe einen Bekannten, der nutzt immer, wenn man mit Freunden zusammen ist, sein Daily Business und erzählt irgendwas aus seinem Geschäft und benutzt größter Coup, Husarenstück, und da hat er wirklich einen Coup gelandet. Dabei handelt es sich einfach ganz oft nur um einfache Verwaltungsvorgänge oder einfache Arbeitsprozesse, die so aufgebläht werden. Also es gibt immer einen Hinweis auf Grandiosität. Ein bisschen Narzissmus ist nicht schlecht, weil er auch antreibt, fördert, aber man merkt, wenn es zu viel wird, wenn es ein einfaches Show-off wird und man irgendwann auch merkt, man fühlt sich in dem Gespräch klein, weil der andere immer so Performance abliefert. Ein anderes Merkmal, wo man Narzissmus sehr, sehr gut merkt, ist, das merkt man aber nur, wenn man mit narzisstischen Personen öfters zu tun hat, wenn der Gesprächspartner die sogenannte narzisstische Pose einnimmt. Eine narzisstische Pose ist das Zurschaustellen einer sozial erwünschten Rolle, also was die Mehrheit der Leute mag, um dafür sozialen Benefit zu kriegen. Aber desto öfters man sich mit der Person hält, merkt man eigentlich, dass es nur eine Pose ist, dass es gar nicht ernst gemeint ist. Also ich hatte mal einmal einen sehr narzisstischen Bekannten, der hat sich immer durch Charity hervorgetan, hat immer bei Vereinsgalen gespendet, war auf irgendwelchen Events, der war auch sehr vermögend, hat immer gespendet. Aber wenn man allein mit dem durch die Stadt gegangen ist und der einen Obdachlosen gesehen hat, hat er sich direkt sehr abwertend über die Obdachlosen geäußert. Es wäre in Anführungszeichen Dreck, die würden nichts arbeiten und er wird denen auch kein Geld geben, weil die würden alles versaufen. Und das ist halt, wenn man so auf der einen Seite die Pose des Gönnenden, des Gönners hat, der sich sozial engagiert, und auf die andere Seite dann, aber wenn man ihn länger kennt, über Menschen in Not so sozial abwertend redet, das ist oft Zeichen für eine narzisstische Pose, oder man gibt sich als der gutmeinende Freund, den man zu jedem Tages- und Nachtzeit anrufen kann, aber dann hat man mit so einer Person zu tun und muss dann wirklich mal in einer Notlage diese Person nachts anrufen und dann merkt man eigentlich, der ist gar nicht verfügbar, der hat da gar kein Interesse dran, dann war das einfach nur die narzisstische Pose des guten, helfenden Freundes, aber wenn diese Pose einer Realitätsprüfung unterliegt, hält sie dem nicht stand. Also man hat sich nur moralisch aufgebläht, um besser dazustehen. Es ist aber einfach nichts hinten dran. Der letzte Punkt, den fand ich immer sehr interessant, das ist der Blick in die Schaufensterscheibe oder der Blick in den Spiegel. Narzisstische Menschen neigen dazu, wenn sie mit einem interagieren, und hinter dem Gesprächspartner ist ein Spiegel, sich permanent in der spiegelnden Fläche zu beobachten und zu betrachten, ob sie gut aussehen, ob noch alles richtig ist. Und man merkt, sie fallen richtig aus der Diskussion raus, wenn sie sich spiegeln können, weil sie die ganze Zeit mit ihrem Äußeren beschäftigt sind. Das Phänomen habe ich ganz lange, ich war, um meine Studien zu finanzieren, Türsteher und habe in einer Diskothek gearbeitet und hinter mir am Eingang war immer ein Spiegel, an dem ich dann gestanden habe und meinen Kaffee getrunken habe. Und man konnte wirklich beobachten, desto narzisstischer der Gesprächspartner war, man unterhält sich mit jemandem und der guckt immer so an einem vorbei und fängt an, sich zu mustern und fällt so aus der Diskussion raus. Das passiert auch, wenn man zum Beispiel in der Stadt narzisstische Leute trifft, steht vor einer Schaufensterscheibe, in der man sich spiegeln kann und man merkt plötzlich, ein narzisstischer Mensch neigt dazu, an einem vorbeizugucken und sich in der Hintergrundfläche zu spiegeln und fällt so aus dem Gespräch raus. Das ist ein relativ sicherer Hinweis auf eine narzisstische Problematik, weil es auch in die Kerngeschichte des Narzissmus geht, der griechische Jüngling, der sich in der Wasseroberfläche gespiegelt hat. Das waren ein paar Tipps, wie man im Gespräch einen narzisstischen Menschen erkennt. Wenn euch die Tipps gefallen haben, lasst gerne ein Like für das Video da. Wenn euch der Kanal interessiert, abonniert ihn gern. Vielen Dank für euren Zuschauen. Ihr könnt mir gerne auch Kommentare drunter posten oder eine Mail schicken. Ich freue mich über jedes Feedback von euch und vielen Dank.